Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. Wir sind immer noch hier in den Binsenlanden. Wir waren das letzte Mal hier im Pfad der Fänge. Wir müssen uns jetzt hier Richtung Norden bewegen zu Kanone, die wir jetzt ausschalten werden. Ihr entdeckt eine Artilleriestellung und hört ab und zu das Böllern von Kanonenschüssen. Betritt! Belagerungsküstenkanone, Erkundungsbereich. Mache starke Hitzewellen vor uns aus. Okay, hier scheint es auf jeden Fall abzugehen. Ah, sieh an. Hey da. Ihr dürftet gar nicht hier sein. Das ist die Gelegenheit. Das nimmt kein gutes Ende. Ach, gegen einen allein. Denn Level 3. Nicht ins Gesicht. Nicht ins Gesicht. In den Bauch, mein Freund. Damit deine Rüstung zerrissen ist. Oh, er haut ab. Der Feigling. Das war enttäuschend. Ein Feigling. Aber es war schlau von ihm zu fliehen. Sein Verhalten entspricht dem vieler Banditen. Wie auch immer, die Straße nach Ramsdorf ist jetzt frei. Wir können umkehren und uns ausruhen oder gleich weiter nach Ramsdorf. Wir schauen uns erstmal hier um, werden die Kanone ausschalten und uns ein bisschen... Oh, ein Schal des Küstenfahrers. Ihr seht einen Steckbrief der Roten Monika. Der Steckbrief warnt den Leser, sie sei tödlich, heimtückisch und bezaubernd. Ganz unten hat jemand, vielleicht ein Verehrer von ihr, eine extrem schmeichelhafte Karikatur von ihr gezeichnet. Naja, wenn die so bezaubernd ist, aber auch tödlich. Nachdem der Kanonier die Maschine nicht mehr bemannt, ist die Kanone keine Gefahr mehr. Die Gruppe kann jetzt problemlos weiter in die Binsen landen. Dieser Kanonentyp ist mir sehr vertraut. Gebt mir etwas Zeit, um ein paar Teile auszuschlachten. Gut, aber beeil dich. Wir sind schon viel zu lange hier. Ungeduld. Eine Unpässlichkeit, die Menschen ertragen müssen. Okay, wir haben Dunkelschrott bekommen. Wir sind soweit aber hier fertig. Das heißt, wir können jetzt hier wieder raus. Und werden uns nun der nächsten Mission widmen. So, diese ist auch hier im Nordwesten. Wir haben jetzt aber auch die Möglichkeit, hier wieder zurückzurennen. Wo war denn nochmal diese Feuerhöhle? Weil wir haben ja jetzt jede Menge Feuersteine beim letzten Mal erhalten. Das war, glaube ich, hier unten, oder? Ich bin mir da leider nicht mehr sicher. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Erdelementar. Das haben wir mal kurzfristig weg. Ja, das hält auch nicht viel aus. 200, 220 Leben so um den Dreh, schätze ich. Wird einmal angreifen. Ne, wird gar nicht angreifen. Bis das angreift, ist es schon vernichtet. Zack. Kampfunfähig. Und wir sind Level Up. Ah! Das letzte Mal sind wir Level Up mit Garrison gewesen. Jetzt haben wir mit allen drei Level 10. Und natürlich auch ganz, ganz, ganz neue Sachen. Lass uns mal nachschauen. Erstmal haben wir hier noch eine Tunika gefunden. Eile, Bonusschaden, physische Abwehr, Magie weniger, Ausdauer weniger, 80 Leben. Aber wir haben immer noch 580 Leben. Ich denke, die sollten wir trotzdem tragen. Sonst haben wir nichts. Ah doch, wir haben noch einen Kleinod. Ausdauer. Ja, er hat am wenigsten Leben. Er bekommt das. So, was haben wir denn hier Neues?
Vorteile. Wir haben 8 Punkte und haben auch hier Rang 2. Steigert die Crit-Chance um 5,4%. Steigert die Angriffsstärke um 5,4%. Nun ja, wir können auch hier noch auf den Wanderer. Metzeln 2. Senkt den Grundschaden von 62 auf 43, fügt jedoch eine Blutung und damit jedem Ziel 4 Runden lang zusätzlich 42 Schaden. Jedem Ziel steigert die Eile. Ich denke, wir werden hier auf Crit gehen. Wir haben ja schon Crit um 1,5. Jetzt werden wir noch um 5,4 steigern. Zack. Ach, Moment. Wir können das wieder rausholen und wieder reinmachen. Nein. Wie nice ist das denn? Ach was. Guck mal hier. Angriffsstärke. Holen wir raus. Machen wir rein. Zack. Wir können immer wieder umskillen. Ist nicht dein Ernst. Das ist ja noch viel geiler, als ich dachte. Und wir haben ein neues Talent. Den Blendblitz. Wirft eine Blendgranate, die getroffene Gegner blendet. Betroffene Feinde beginnen die Schlacht betäubt. Das klingt doch mal fein. Ach, das sind Sachen, mit denen wir die Kämpfe beginnen sollten. Auch hier. Besprichbare Mauern und Wände, ist klar. Steinhaut wird immun gegen Dungeon-Schaden und steigert die Abwehr bei Schlachtbeginn. Am Moment. Vorteile. Wir haben ja neue Vorteile. Crit-Chance machen wir erstmal weg. Und auch hier holen wir die Abwehr raus. Wir haben neue Sachen. Steigert die physische Abwehr um 21%. Steigert die Stärke des Schildteils von Deckungsschwung um 13. Wir machen einmal hier die physische Abwehr. Und dann nehmen wir noch die Eile mit rein. So. Calibretto, mein Guter. Notfallpläne weg. Gasfaust 2. Steigert die Heilung der Verbündeten, die das Ziel angreifen, um 11. Flinke Reinigung. Nee, Reinigung braucht man nicht. Höhere Gesamtabwehr Rang 1 und höhere Angriffskraft. Wir nehmen die Gesamtabwehr einmal mit und die Faust. Gers Faust. So, was hat der denn noch an Talenten bekommen? Kanonenschuss. Feuert ein Geschoss ab, das Feinden Schaden zufügt und sie für die nächste Schlacht entflammt. Das sind alles sehr gute Upgrades, wie ich finde. So, und ich glaube, hier... Ne, hier war es nicht. Hier fehlt immer noch der Schlüssel. War es hier rechts? Das könnte sein. Hauen wir den einfach mal kurz noch weg. Ja, die hat jetzt wahnsinnige Eile. Aber eigentlich... Doch, er ist direkt nochmal dran. Was? Na gut, 49 Schaden. Mit der Rede wert. 109 Crit. Nicht schlecht. Bringt aber auch keine XP, das da. Das ist überflüssig. War es hier die? Unheils Feuerhöhle, genau. Das ist die Höhle, in der wir das Feuer entfachen müssen. An den Fackeln mit den Feuersteinen. Ich hoffe, wir haben genug. Ah, es sind noch 3 oder 4. Das könnte hinhauen. Oh, wir haben noch. Jawohl, noch einer. Das war's. Die Asche im inneren Kreis entflammt. Das gehen wir uns natürlich anschauen. Was ist da los? Dieses Podest brennt in einer reinen, strahlenden Flamme. Auf dem Sockel steht, der Feuerfürst urteilt nur nach einer Feuerprobe. Den Feuerfürsten anrufen.
Wer hat mich aus meinem Schlummer geweckt? Das Feuer wird euch umfangen. Level 10. 1470 Leben. Was? Holy shit. Dem müssen wir erstmal Blutungsschaden verteilen, damit wir hier ein bisschen Kraftreserve aufbauen. Ach, wenn wir den angreifen, dann entflammen wir. Auch gut zu wissen. Heldentum, erstmal Schutzschild für jeden Fall. So, Calibretto. Wir machen Gears Faust 2. Denn jeder, der das Ziel angreift, der heilt sich. Das macht Sinn. Oh, shit. Alter Schwede, haut der rein. Okay. Oh mein Gott. Wir machen die Superkraft, würde ich sagen. Oder wir heilen uns. Ja, ich glaube, wir sollten das hier runtergrinden. Ich muss den ein bisschen... Hier, zack. 61 selber geheilt nochmal. Das ist ganz gut. Jetzt machen wir einen Bauchtreffer. Oder, Moment. Über 4 Runden 60... Heilt einen Verbündeten. Heilende Welle, ein Verbündeter. Nee, ich will alle. Gabe der Natur. Ach, okay, das wird... Ja, beim Schaden 9, das ist nicht der Rede wert. Wie viele Runden bleibt denn noch, Gears? 2. Das ist gut. Wir werden einen Bauchtreffer landen. So. Wir haben uns entsprechend ein bisschen geheilt. Jetzt werden wir... Oh, guck mal hier, Superkraft 2. Ah, Moment. Superkraft Stufe 1. Stufe 2 haben wir noch nicht. Na, ja, dann machen wir einfach mal noch ein Schutzschild, würde ich sagen. Sonst sind wir gleich tot. Hoffentlich stackt das. Jawohl. Wir haben ein gutes Schutzschild jetzt. Sehr gutes Schutzschild. Fähigkeit Kriegsklinge. Shit. Das sieht nicht gut aus. Sieht aus, als würden wir das verlieren. Der macht viel zu viel Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist durch. Was soll ich jetzt noch großartig machen? Ich kann die anderen wiederbeleben, aber das macht keinen Sinn. Ja. Wir verrecken jetzt. Jetzt sind wir tot. Das erste Mal, dass wir geschlagen wurden. Niederlage. Alter Schwede, das ist der stärkste Gegner, der uns bisher begegnet ist. Wir haben 300 Gold verloren. 300 Gold. Okay, wir sind wieder in der Taverne. Logan sagt, ihr wieder. Ich möchte euch noch einen Vorschlag machen, falls ihr Interesse habt. Mehr Spinnen? Nein, es geht um etwas ganz anderes. Diesmal sind es Schleime. In den Kloaken haben sich Schleime eingenistet. Wie sind Schleime da unten hingekommen? Das weiß niemand. Uns ist nur aufgefallen, dass es schlimmer riecht. Sehr viel schlimmer. Wir wissen nicht genau, was da los ist, aber wir helfen euch, wenn ihr für uns nachseht. Wir finden es heraus. Nehmt doch Platz! Wir betreten die Kloake oder verkaufen mal noch unser Zeug. Wir haben ja jede Menge Zeug schon wieder. Hier, den Kram, den wir hier nicht brauchen. Zack. Ah, Moment, das... Ja, ist egal, weg damit. Braucht kein Mensch. Zack. Das ist auch alles schlechter als das, was wir anhaben. Weg damit. Wie sieht's hier aus? Die Ringe, ja, weiß ich nicht. Die würde ich eigentlich ganz gerne noch behalten, außer hier die Level 3 Ringe. Die sind alle Level 3, bis auf den. Naja, komm, weg damit. Wir haben alle Ringe an. Flakon behalte ich alles mal noch. Das hier sind Sachen zum Herstellen. Angeln. Setzt euch! Wie sieht das denn mit dem Angeln aus? Hat der Angelmaterial vielleicht? Jawohl! Wie kann das schlechter sein als das, was wir haben?
Was bringt uns denn das Angeln eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine einfache... Achso, das hier sind die Routen. Ich glaube, die sind schlechter als die, die wir haben, oder? Einfache Angelroute. Rollenstück, Rollenstärke 81. Ach, lass mal gucken. Hallo. Wie sieht Achtet denn auf die Straße. Wie sieht denn unsere aus? Wo müssen wir denn dahin? Ganz unten. 81. Unsere hat 54. So, und der Köder hat 60. 54 und der Köder hat 60. Nimm doch Platz. Das heißt, hier haben wir schon mal ein Upgrade. Nehmen wir mit. Und hier haben wir auch ein Upgrade, nehmen wir auch. Bleibt ein Weilchen! Achtet auf die Straße! Wenn wir jetzt das Ganze hier nochmal switchen. Moment, was ist das da denn? Die hat. So. Wieso zeigt er an, dass das schlechter ist? Das ist doch besser. Also ist falsch. Es wird falsch angezeigt. Völlig falsch. Aber egal, jetzt müssten wir besser sein. Wir haben eine neue Route und einen neuen Köder. Und wir gehen jetzt in die Kloake erstmal. Wir müssen, glaube ich, noch jeder ein Level up haben, bevor wir hier den Feuerfürsten angehen. Haben wir eben gesehen, was passiert. Haben wir mal schön auf die Fresse bekommen. Ach, guck mal, das Skelett ist frei von jeglicher organischer Materie. Wie sauber abgenagt. Der größte Teil ist mit einem feuchten, schleimigen Film überzogen. Die Skeletthände halten ein Tagebuch. Wir lesen das Tagebuch. Das Tagebuch ist beschädigt und mit Schleim bedeckt. Doch es gibt ein paar bemerkenswerte Einträge. Einer handelt von seinem Gehilfen Max. Ein anderer beschreibt anscheinend seine letzten Augenblicke. Von Max lesen. Müsste seine Lektion jetzt gelernt haben. Es wird Zeit, ihn zu holen. An anderer Stelle heißt es, diese letzten Wochen ohne ihn haben mich erkennen lassen, wie viel unabhängiger ich werden muss, um als Alchemist zu wahrer Größe zu finden. Sein letzter Augenblick. Mir war nicht klar, dass diese Dinger so stark brennen, wenn man sie anfasst. Zum Glück war ich so vorausschauend, Elixiere mitzubringen. Ich spare mir meine Tinktur für gesteigertes Wachstum, für den Fall auf, dass die Dinge wirklich haarig werden. Das Gefäß mit der erwähnten Tinktur ist geöffnet und leer. Okay. Wir sollten wahrscheinlich irgendwelche Tinkturen mitnehmen. Oh. Da kommt ein Schleim. Da kommt ein Schleim. Da kommt ein Schleim. Haben wir jetzt angegriffen? Mit Betäubung? Jawohl! Der beginnt betäubt. Es funktioniert. Aber er ist natürlich auch nur eine Runde betäubt. Anschließend wird er wieder fit sein. Da ist er. Aber bis er dran ist, ist er kaputt. Nur das bei jedem Gegner zu benutzen, ist natürlich auch Schwachsinn. Deswegen werden wir das jetzt mal hier einfach mal zwischendurch so ein bisschen rumprobieren. So, hier waren wir schon über. Ah, Moment, vielleicht ist jetzt hier irgendwas drin. Ja, immer noch nicht. Außerdem haben wir doch hier mit dem Garrison fettes Schwert in der Hand. Richtig geil. Oh. Jetzt geht's los. Oh nein, ich habe eine Heilung rausgehauen. Das wollte ich doch gar nicht. Verdammt. So ein Mist. Okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Eine Heilung ist raus.
Okay. Das macht schon gut Schaden. Aber jetzt haben wir auch wieder ein Schild. Jetzt haben wir hier eine heilende Welle auf. Warte mal, die heilende Welle macht 195. Eine heilende Berührung macht 91 und 4 Runden 60. Das ist viel besser. Zack. Fast 100 Schaden bei jedem. Nicht schlecht. Aber die sind aber ganz schön flott. Vielleicht sollte ich eine Superkraft ziehen hier. Ja. Bisschen Rüstung. Okay, Garrison. Wie viel Schaden machen wir? 78. Das reicht nicht. 82. Reicht trotzdem. Na dann hauen wir doch einmal ein Lauffeuer raus. Vielleicht reicht es dann. Oh yes. Hier hauen wir einen Stoß raus, ganz normal, würde ich sagen. Ja, das sollte reichen. Für den hier auszuschalten. Ach, guck, der Grit, dann hätte ich auch den anderen holen können. Das habe ich nicht gewusst. Zack. Vernichtet. Okay. Diesmal probier es nochmal. Vielleicht können wir im nächsten Fight hier. Ich habe aus Versehen eben. Oh. Zu spät. Naja, ein Schleim. Level 12 schon. Wow. Die legen ja immer drauf. Faustbeben. Einmal normal. Und einmal Calibretto. Heilung. Nee, Quatsch, brauchen wir nicht. Bauchtreffer. Könnte reichen. Reicht nicht. Verdammt. 7 HP. Ah. Oh ja, 149 Schaden. Das ist eine Hausnummer. Okay, gibt's hier unten noch was? Oh, guck mal hier. Ihr stoßt auf das behelfsmäßige Arbeitslabor eines Alchemisten. Neben den Flaschen liegt ein hastig gekritzelte Notiz. Nicht anfassen. Oh Mann. Ich hätte aber gern was hergestellt. Aber es ist uns nicht vergönnt. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie sieht's denn hier unten aus? Was ist das hier? Wie? Ihr da. Ihr Kloakengänger. Ich brauche eure Hilfe. So, wir mögen es, Leuten zu helfen und wir mögen Belohnungen. Ja. Na, das konntet ihr euch wohl nicht verkneifen, was? Immer nur das Ziel vor Augen und nie den Weg. Was kann man von euresgleichen auch anders erwarten? Kommt wieder, wenn euch etwas weniger eigensüchtig zumute ist. Ja, okay. Ist das eine Maus? Naja, im gewissen Sinne. Ich bin nicht so geboren. Ich wurde mit einem Zauber belegt, als Sühne für etwas, das ich vor langer Zeit getan habe. Was hast du denn getan? Das möchte ich lieber nicht sagen. Es ist mir peinlich. So schlimm kann es doch nicht sein. Wenn ihr darauf besteht, ich war früher der Gehilfe eines Alchemisten namens Larrell. Er war übrigens ein furchtbarer Lehrmeister. Bei unserer ersten Sitzung hat ein anderer Gehilfe das Labor unter Tränen verlassen und ist nie wieder zurückgekehrt. Das hätte mir eine Warnung sein sollen. Eines Tages hat er mich aufgefordert, ihm seinen Tinkturenkessel zu bringen. Stattdessen habe ich ihm irrtümlich seinen Nachttopf gebracht. Nachdem er es grundsätzlich eilig hat, warf er eine Mixtur hinein, ohne genauer hinzusehen.
Die anschließende Explosion hat das Labor über Monate beeinträchtigt. Er hat mich in eine Maus verwandelt und hier ausgesetzt. Er hat gesagt, es sei nur vorübergehend und er würde mich eines Tages wieder abholen. Aber ich nehme an, das war gelogen. Das würde ihm passen. Tatsächlich ist er tot. Wirklich? Das ist die beste Nachricht, die ich seit einer Ewigkeit gehört habe. Das muss das Geschrei gewesen sein, was ich letzte Woche gehört habe. Ich kann nicht sagen, dass diese Maus betrübt deswegen ist. Gut, sag uns, wie wir dir helfen können. Das ist die richtige Einstellung. Laryl hat ein Behelfslabor erwähnt, das irgendwo hier unten sein soll. Wenn wir es finden, besteht die Möglichkeit, dass ich die Verwandlung rückgängig machen kann. Sicher, ich nehme dich. Großartig. Öffnet einfach eine eurer Taschen, dann schlüpfe ich hinein. Ach, und ich heiße übrigens Max. Freut mich, euch kennenzulernen. Max die Maus. Ja, wahrscheinlich ist das das Labor, an dem wir eben vorbeigekommen sind. An dem das Schild hing, nicht anfassen. Aber wir sind hier unten wegen den Schleim. Zack, betäubt. Easy. Faustbeben. Ganz normaler Schlag. Ganz normaler Bauchtreffer. Und vernichtet. XP, das ist nicht der Rede wert. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist eine Tür, die immer noch geschlossen ist. Sind hier unten noch Schleime, die wir besiegen müssen? Oder bringen wir erst Max weg? Dann bringen wir erstmal Max weg. Gehen wir hier unten an das Labor. Max streckt den Kopf aus der Tasche. Hier muss es sein. Setzt mich einfach auf den Tisch, damit ich mich umsehen kann. Ihr stellt Max auf den Tisch. Er huscht umher und liest die Etiketten auf den Flaschen. Oh je, was war es nur? Seitdem ich eine Maus bin, kann ich mich kaum noch an Sachen erinnern. Max hält vor einer Flasche inne. Ja, die war es. Ich habe ihm tausendmal dabei zugesehen. Gut, nehmt den Stößel und zermalt damit das Stück Knochen da. Dann fügt diese Flüssigkeit hinzu. Ihr tut, was Max sagt. Seine kleinen Knopfaugen glänzen voller Vorfreude. Ihr stellt die Mixtur her, fertig, und gießt ein paar Tropfen auf eine Steinplatte. Ach, ich danke euch. Endlich. Diese lange Tortur ist gleich vorbei. Max huscht zu einer Steinplatte und schlabbert den Trank auf. Das kann nicht gut sein. Max, die Maus, hat die Gruppe verlassen. Es riecht durchdringend nach verbranntem Fell. Ein kleiner Brandfleck auf dem Tisch ist von versengten Haaren umgeben. In der Mitte des Brandmals liegt ein verrußter Ring. Hatte er ihn verschluckt? Ah, Moment. Es riecht immer noch nach verbranntem Fell. Sogar der Geruch nach Kloake ist leichter zu ertragen. Ihr nehmt euch einen Augenblick des stillen Gedenkens an Max. Level 12. Oh no. Da müssen wir noch ein bisschen zulegen. Ja, ich glaube, wir sind hier unten schon zu früh. Wir dürfen noch gar nicht hier unten sein. Wir müssen erstmal Level 12 werden. Die Gegner sind ja schon alle Level 12. So, hier kamen wir schon einmal entlang. Was ist das für ein Geruch? Oh. 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 No. Entweder kommt jetzt ein Riesenvieh oder jede Menge Schleime. Ein Riesenschleim. Dumme Sterbliche, glaubt ihr etwa, ihr könnt mich besiegen? Wie unklug. Menschen, ihr werdet bald von euren Göttern stehen. Nein. Nein. Der Geruch. Lass mich. Oh, shit. Level 12, 1960. Matschhaufen. Ach, verringert die empfangene Heilung um 50%. Es ist so herrlich, echt.
Wieder einmal habe ich die Angst zu verrecken. Welches war denn? Wir machen. Ne, wieder das hier, genau. Geras Faust. Gabe der Natur. Ich müsste mich auch eigentlich mal selber heilen, ne? Ja, machen wir auch. Wie sieht's mit dir aus, mein Freund? Was werden wir machen? Also, mit Siphon können wir uns selber heilen, das ist richtig. Das heißt, wir werden einmal den Stachel draufknallen. So. Oh je, jetzt kommt Schaden rein. Ah, nein. Oh shit. Damit ist die Rüstung auch schon wieder weg. Wir werden Heldentum zünden. Werden Siphon zünden. Damit wir uns ein bisschen regenerieren zumindest. Ach Gott. Oh Mann, das... Oh Mann. Leute, ich sehe schwarz. Wir müssen Schaden machen und wir kommen einfach überhaupt nicht dazu. Vermutlich sind wir jetzt tot. Okay, Calibretto ist tot. Na dann, Herzbluten. Ach, verdammt. Das ist doch nicht dein Ernst. Trank der Wiederbelebung. Haben wir eine große Wiederbelebung? Gruppenheilungsflakon. Deine Heilung. Flakon der Erneuerung? Nee. Okay, wiederbeleben. Vielleicht überlebt er, ja? Nein! Ach, komm, hör doch auf! Oh Mann! Das ist nicht dein Ernst, ey. Scheiße, ich kann nichts machen. Ist das ein Dreck? Ja, das ist durch. Das ist schon verloren, das hier. Das ist klar. Haben wir auch keine Chance mehr, hier überhaupt irgendwas zu machen. So viel Schaden kriegen wir doch gar nicht heraus. Haben wir allerhöchstens noch hier so ein Flakon. Haben wir ja noch ein paar. Auf den, damit der ein bisschen mehr Schaden macht. Oder wir heilen ihn einfach mal noch. Das wäre auch noch eine Idee. Kleiner Heilungsflakon hier. Zack. So. Kriegsklinge. Oh, RIP. Ja, wir sind schon wieder tot. Flucht. Flucht. Wir können nicht fliehen. Ja. Leute, ich sag's euch. Wie soll man das schaffen? RIP. Oh. Guck mal, wir können noch zweimal angreifen. Eins. Zwei. Wir haben 500 Schaden gemacht. Und ich sterb schon wieder. Oh, verfehlt. Noch mehr Schaden. Oh, Superkraft. Superkraft? Nee, brauchen wir nicht. Wir werden weiter Schaden machen. Aber wir müssen erstmal noch die Superkraft 2 freischalten. Also das hier macht ja gar keinen Sinn, hier unten zu rennen. Aber kann ich riechen, dass da auf einmal so Riesenviecher kommen? Mann. Oh, da werde ich wahnsinnig. 300 Gold schon wieder verloren. Gehen wir mal hier oben zu dem. Was hat er denn zu sagen? Wie ich sehe, habt ihr den Ausflug zum eisernen Außenposten überlebt. Ihr habt euch also für so fähig erwiesen, wie ich gehofft habe. Lasst nichts von der Jagdbeute verkommen. Aus den Materialien, die ihr von den unterschiedlichen Tieren gewinnt, könnt ihr die verschiedensten Dinge fertigen. Ich war auch auf der Jagd. Werft einen Blick in meinen Laden und seht euch an, was ich heute gefangen habe. Vielleicht könnt ihr etwas ein davon gebrauchen. Ein Tag für die Jagd. Jagden? Ach. Ja, die Feuerprobe und tief im Schlamm. Ach, tief im Schlamm ist noch schlecht. Noch. Och, seid komm. Gegrüßt, Krieger. Hör doch auf.
Was hat er denn so? Nix, was wir brauchen. Vielleicht diese Meshpanzerung. Komm, wir holen mal zwei mit. Ich weiß nicht, was es bringt. Sonne auf der Klinge. Wir können aber auch hier nichts machen. Üben. Bis zum nächsten Mal. Moment, warum? Ach so, das ist wahrscheinlich wegen den Jagden. Ihr lebt. Oder müssen wir irgendwas Besonderes hier bei ihm kaufen? Wir haben 344 gewöhnliche Teile. Hiervon haben wir nichts. Die kaufen wir alle vier. So. Ein Tag für die Jagd. Auf Wiedersehen. Würde ich ganz gerne mal was herstellen irgendwo. Ging das hier? Hier unten vielleicht bei ihm? Ja, willkommen. Ah, ihn können wir ausbauen. Was passiert, wenn wir ihn ausbauen? Meine Güte, ihr scheint in letzter Zeit ein paar interessante Orte besucht zu haben. Wenn ihr die Investitionen nicht scheut, könnte ich bessere Waren beschaffen. Was haltet ihr davon? Ja, warum nicht? Ausgezeichnet. Ihr werdet die Entscheidung nicht bereuen. Kehrt in Kürze hierher zurück, dann werdet ihr auch davon profitieren. Wie sieht's mit dir aus? Den können wir auch ausbauen. Gut denn. Ich weiß, dann haben wir genug. Fast in einem Stück. Ah, noch 1084. Mehr haben wir leider nicht. Aber der hat auch eigentlich nichts, was... Ach so, doch, Moment. Veredeln für Anfänger. Zubehör. Hier haben wir ja gar nichts von. Das kaufen wir alles mal. So. Ja, ich bin noch da. Das ist dann alles. Okay. Ein paar Bücher haben wir gekauft. Da oben. Genau, ich will nämlich hier ein paar Rezepte lernen. So. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Ach, hier ist der Ring, den wir nicht tragen können, weil er erst Level 12 ist. Oh. Überlegenes Wissen. Ein Buch von sehr großer Macht, gibt allen Helden einen Vorteilspunkt. Nice. Was haben wir da noch alles gefunden? Calibretto, ein Buch des Wissens, das speziell für Calibretto ist. Vorteilspunkt. Nice. Wieso gucke ich nicht öfter mal in unser Inventar hier? Ich glaube, das müssen wir mal öfter machen. So, hier ist aber sonst nichts mehr drin. Hier auch nicht. Hier sind vielleicht noch ein paar Sachen. Mana-Kern, Feuerstein. Aber nichts, was wir benutzen können. Eine Kurbel, die Brunnenkurbel. Nordtor-Schlüssel. Banok-Tor. So, hier sind die Sachen, die wir jetzt herstellen können. Meshstab. Ah, nutzt Kriegsgolem-Technologie. Das ist aber für keinen von uns. Ah, dann müssen wir kurz vor unseren Freunden stehen, dass wir die bekommen. Denke ich. Müssen wir mal schauen. Ein paar Sachen können wir jetzt mittlerweile auf jeden Fall mal herstellen. Gar nicht so schlecht. Was ist denn unsere nächste Mission? Wo war denn die Karte nochmal? Hier unten. Nee. Hier rechts müssen wir lang. Ach, hier ist der Brunnen. Wir haben die Brunnenkurbel. Wir können den Brunnen benutzen. Okay, da scheint ein Geräusch herzukommen, aber das war's auch. So, und hier werden wir auch schon nicht mehr angegriffen. Das ist doch schon mal gut. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Mission. Schauen uns das aber beim nächsten Mal an, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.